Ja, willkommen zurück zu Die Sims Mittelalter. So, im letzten Part haben wir ja die Quest abgeschlossen. Erfolgreich. Und ja, jetzt geht's darum, haben wir noch was, was wir platzieren könnten? Hier nicht. Ansonsten könnten wir direkt praktisch... da ist auch nichts mehr. Den Turm haben wir. So. Nee. Okay, dann können wir direkt eine neue Quest suchen. Ja. Ah, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Das ist eine recht amüsante Quest. Ich stelle mal die Musik. Optionen. Machen wir mal kurz so. So. Gut. Ja, erstmal so. Ja. Die Quest. Auf die habe ich im Prinzip eigentlich schon die ganze Zeit gewartet. Das ist eigentlich eine sehr amüsante Quest. Deswegen wollte ich die gerne auf jeden Fall im ersten Durchgang dabei haben. Ja, der fröhliche Liebesdoktor. Es gibt viele Herausforderungen in Buchthausen LP. Darunter Beziehungen. Vielleicht war es eine Pandemie. Vielleicht war es auch die Saison. Irgendjemand musste sich um die Liebesprobleme der Bürger kümmern, bevor Buchthausen LP eine einzige schmerzliche Trennung erfuhr. So, das werden wir auf jeden Fall jetzt in Angriff nehmen. Liebe ist alles. Da hat man keine andere Wahl. Da kann man nur halt wirklich den armen Doktor spielen. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr gerne einen weiblichen Arzt nehme. Ihr werdet auch sehen, warum. So, also. Verbreitet Liebe, heile Herzen und entfache erloschene Flammen von Neuem. So, und wenn wir das in Platin abschließen, kriegen wir drei Kulturpunkte und 60 Königreichpunkte, 1750 Simlons und 3250 Erfahrungspunkte. So, und es ist noch genau Platz dafür. Also, dann wollen wir mal damit jetzt auch loslegen. So, ich verschreibe Liebe. Und das habe ich ja schon vorgelesen. Der Arzt ist letztendlich von allen Heldenarten der einfachste, den man leveln kann. So. Ja, dann starten wir mal die Quest. Schupp. Ab zu ihr. So. Liebe lag in der Luft von Wuchthausen LP. Eine interessante Herausforderung stand Chirurgin Aurora bevor, die ahnungslos ihre tägliche Arbeit nachging. Patientenakten durchsehen. Okay, so. Und hier haben wir jetzt, wenn ich die Patientenakten von gestern noch einmal durchgehe, bin ich vorbereitet, falls wieder jemand mit dem Kopf in einem Stiefel stecken bleibt. Eine Stunde Patientenakten im Archiv durchgehen. Okay. So, wie schaut es denn mit Egeln aus? Da haben wir so
Okay. Ups, du kommst wieder zurück. So, gut, da haben wir genug von. Noch haben wir keine Tagesaufgaben. Gut. Dann kann sie ja eigentlich schon gleich, ja, erstmal behandeln. So, dann komm mal her. Hör auf zu lesen. Wie viel Kohle? Oh, dann könnte ich ja mal hier ein bisschen gestalten. Ja, dann gehe ich mal kurz in Gestaltmodus. So, ach so, ich könnte ja jetzt wieder ein bisschen die Musik höher drehen. Klein bisschen. Nicht zu laut. So. Aber dass man sich. So. Das war schon ein bisschen zu viel des Guten. So. So. Ja. Oder nehme ich sie noch mal ein bisschen noch zurück? So. Dass man sie nur einen kleinen Touch hört. So. So. Ja. Wir brauchen jetzt Komfort. Sofas und Zweisitzer. Das sind ja hier Zweisitzer. Größer sollten sie auch nicht sein. Aber wir gucken nach. Hier steht ja Umgebung. Das heißt, umso besser, also umso höher, umso besser ist es halt. So, hier haben wir Zweier, also Umgebung 2, Umgebung 3, Umgebung 4. Es muss natürlich auch noch zur Cleaning, sage ich mal, passen. Das ist ein Dreier, das ist schon zu groß. Das ist auch ein Dreier. Hier ist, ja, aber für eine Klinik? Ja, vielleicht in einer anderen Farbe. So. Wie teuer sind. Dann verkaufen wir das. Achso, dann tun wir den Spiegel mal hier hin. Das platschen wir hier hin. So, dann können wir nämlich das hier hin tun. Dann nehmen wir noch ein zweites und ein drittes hier. Na komm. So, ich hatte mir schon mal ein paar Gedanken vor einer Weile gemacht. So, das können wir auch verkaufen. Da können wir uns was Neues leisten. So. So, das verkaufen wir. So. Und dann können wir nämlich noch ein. Dann können hier nämlich gleich mehrere. So. So. So, dann können nämlich rein theoretisch jetzt hier schon 2, 4, 6, 8, 10 und hier noch einer. Haben wir denn einen gemütlicheren Stuhl? 1. Und hier oben steht halt mit den Kissen und Feder, wie gemütlich der ist. Der ist überhaupt nicht gemütlich. Der gibt nur Umgebung. Die sind wieder gemütlich. 3. Hier haben wir 1. Hier haben wir 2. 2. Die Patientin sollte es ja schon so, gibt zwar nur Umgebung, aber die sind irgendwie. Das ist eigentlich auch schon zu vornehm. Naja, komm. So, so. Kann der weg? Dann tun wir den hier hin. So, die verkaufen. Ach so, hier kann sie. Ja gut, dann machen wir eben.
die Patientin. So. So. Veragar. So. Stimmen reduzieren, Soundeffekte klein bisschen runter. Umgebung etwas. So. Okay. Baroche. So, dann oh. Patientin, da kannst du einen Haufen draufknallen. Is it done? Renel. So, gut. Exibar. Und da kannst du ruhig nochmal hier was ins Gesicht klatschen. Wo Karek hält Schim, Silesham. Telsha. Senef. So, dann kannst du einige. Na? So, schön konzentrieren. Ist too warm. So. So, dann kannst du einen hier noch ins Gesicht klatschen. Foie Tuzel, Zux, Za, Turbay, Ja. So. Ha. So, Medizin geben. So, dann müsste sie... Vicomp, Lanelle, Darbin, Laura. So, gut. Selim, na. Tell she's a Corsa. So, wen haben wir hier? Gut. So. Oh. Da ist noch jemand. Oh. Muss doch auch nicht weinen. So, dann kannst du hier mal. Ach so, ja. Öffnen. Oh. So. Na gut, dann lassen wir mal Hannes hier mal. So, dann gucken wir mal. Vielleicht muss ja Hannes behandelt werden. Vielleicht hat er sich auf den Daumen gehauen. So. So, nö, okay. Der ist nur einfach hier. Gut. Dann kannst du mal doch wieder öffnen. So. So, und zack. So, und du gehst mal hier hin. So, und dann gehen wir wieder hier ran. Wir verkaufen das. Aufbewahrung. Damit wir mehr Regale hinstellen. Das gibt Umgebung 4. Ja. Und das auch. Ja, dann nehmen wir doch hier einfach mal 3. Den Eimer verbannen wir jetzt mal hier hin. So, dann können wir nämlich hier von denen mal 3 hin tun. Dann können wir hinterher die Bücher wieder reintun. Und hier ist eine Kranke. Gut. Jetzt brauchen wir... Das passt nicht. Nein. Nee. Sieht zu schäbig aus. Jo. Das könnte man hier gleich nehmen. Was haben wir? Nee, das ist zu vornehm. Ja, das könnte. Nehmen wir das.
Dann nehmen wir jetzt Wand. Was haben wir hier? Nee. Ja. Da. Ach so, nur so. Könnten wir ja eigentlich hier hinklatschen, ne? So, dann sieht es mehr. Das ist das, was wir gerade eh hier haben. Nee, das passt nicht. Ja, das könnten wir für hier nehmen. So. Huch. So. Schon mal etwas besser. So. Ja. Nehmen wir für hier das. So, so. Und für hier einen anderen Holzmauern. Solider Stein. Ja, nehmen wir das. So, und dann gucken wir mal. Operationstisch. Haben die denn das ist Holz. Was ist denn der Unterschied? Nur das Aussehen, ne? Rein theoretisch gesehen. So, dann würde ich sagen, ja. So, nehmen wir dann den hier einfach. Stellen den. Na, stell dich richtig. So. So. Den verkaufen wir. So. So. Ja, sieht ein bisschen gepflegter aus. So, und jetzt kommen noch hier eben Dekorationssachen hin. Nee. Jo, gibt's den auch in... Das passt zu den. Einmal den und nochmal den gleichen so. So. Oh, Entschuldigung. So, dann brauchen wir jetzt noch. Tun wir Oberflächen hier. Das gleiche hier. So, ich glaube, das ist, ja, da ist noch einer. Da nehmen wir nämlich jetzt hier sowas. Das sieht dann besser aus. Lampen, die finde ich immer richtig niedlich. So. Kommen wir dahin. Und dann Deko, verschiedenes, Kürbis, nee,
Holzstapel, nein. Das auch nicht. Früchte, so. So. Ja. So lasse ich das jetzt. Ist etwas niedlicher, etwas freundlicher. So. So. Gut. Eine Kasper. So, dann nochmal ein bisschen die Stimmen. Klein bisschen so. So, gut. So. Ja, im nächsten Part werden wir dann die nächste Patientin behandeln. Ja, schön, dass du dabei warst. Also schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.